Oggiano La Chiesa liegt auf der südöstlichen Seite des Salentos und gehört zum Gemeindeverband Ostländer zusammen mit Otranto, Giordignano Poggiardo und Muro Leccese. In den letzten Jahren hat die Gemeinde von Oggiano verschiedene nationale und internationale Initiativen zugunsten von der Zusammenarbeit unter den Ländern vom Süden unterstützt. Die Gemeinde gehört zum berühmten Verband Städte für den Frieden, von der nationalen Koordinierung der örtlichen Behörden für den Frieden und für die Menschenrechtslage. Im Gebiet von Oggiano wird der Tourismus immer wichtiger. Zahlreiche Unterbringungsmöglichkeiten und Bauernhöfen setzen auf die Aufwertung der Biodiversität und auf den typischen Produkten. Kürzlich wurden verschiedene sogenannte Masserien, Gruppen von bäuerlichen Häusern, für die Touristen aufgewertet, die heute die traditionellen Werte mit der Erneuerung verbinden. Viele Touristen und Besucher werden jedes Jahr von der unverfälschten Schönheit der Landschaft von Oggiano La Chiesa angezogen. Ein wunderschönes Erbe, das vom Grün charakterisiert ist, das die Ortschaft umschließt. Der Menhir Heiligen Josefs Malcantone ist unter den höchsten Megalithen der Lecce-Provinz und beweist die alte Anwesenheit der Menschen in diesem Gebiet. Der Megalith liegt in der Nähe von dem gleichnamigen, im Mittelalter verlassenen Casale, Gruppe von ländlichen Häusern, und entlang einer alten Straße aus Großpflastersteinen aus der römischen Zeit, die vermutlich einst mit der Straße, die von Brindisi nach Otranto führt, verbunden war. Was die Landschaft besonders bereichert, sind die Olivenhaine, wo die hoheitsvolle Bäume Beweis des Schwungs der Agrarwirtschaft sind, die seit Jahrhunderten sich auf die Öl- und Getreideproduktion konzentriert. Mit Synergie charakterisieren die traditionellen ländlichen Bauernhäuser das Gebiet, wo man auch Trockenmauerwerke und die alten im Salento sogenannten Pajare bewundern kann. Die Tradition der Ölproduktion ist in Oggiano La Chiesa noch immer sehr lebendig. Nicht zufällig tritt die Ortschaft dem Verband Stadt der Öl bei, der sich mit dem Schutz und mit der Förderung des italienischen nativen Olivenöls beschäftigt. Die kulinarische Tradition der ländlichen Gesellschaft verbindet sich dennoch mit den religiösen Bräuchen, die in Oggiano jedes Frühjahr während der Tischgesellschaften Heiligen Josefs erscheinen. Am 18. und 19. März errichtet die Gemeinschaft anlässlich der Festlichkeit des Heiligen große Tafelrunden, die reich an lokalen typischen Produkten der traditionellen Küche des Salentos und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Geschichte der Gemeinschaft von Oggiano ist sehr faszinierend und fasst verschiedene europäische Kulturen zusammen, die sich im Lauf der Jahrhunderte im Salento befanden. Während der Zeit der Aragonese wurde das Gebiet von Oggiano als Kirchengüte dem Bischofssitz von Otranto überlassen. Daraus der Name Oggiano Ecclesiae, das heißt Oggiano der Kirche. Die Ortsmitte der Ortschaft wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert. Die meisten Gebäude stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die kleine Ortsmitte umgibt den theatralischen Platz Humbert I. gewidmet,
wo die hoheitsvolle Pfarrkirche die architektonische Landschaft beherrscht. Der Platz hat jahrhundertelang das Herz der örtlichen Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur dargestellt. Das wird von den alten Getreidespeichern und Begräbnisstätten bewiesen, die während der neuen Staatssanierungsarbeiten entdeckt wurden. Der Turm des Engels hatte vermutlich früher eine militärische Funktion. Es handelt sich um eine kleine Festung, die zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert ein Adelssitz wurde. Charakteristisch sind die breiten Balkons und das Portal aus Bossenwerk sowie die aus 1713 stammende erlesene Ecksäule, die dank ihrer rundlichen Form die Starrheit des Gebäudes mildert. Eine militärische Festung in Ugyanovo war bestimmt sehr wichtig, denn es gab grenzüberschreitende Bedrohungen. Schon im Jahr 1480 wurde Otranto von den Türken zerstört und erobert. Das Gebäude gegenüber der Pfarrkirche bewahrt noch militärische Beweise sowie die Traufen und die Maschikulis auf. Unter den Gässchen der Ortschaft von Ugyano kann man die typischen sogenannten Casa Corte finden, das heißt Art von Bauernhäuser der salentinischen Volkstradition. Einige von diesen Gebäuden bewahren noch heute Traufen und Maschikulis auf, die früher als Verteidigungssysteme verwendet wurden. Man findet dennoch verschiedene Dekorationen, die die künstlerische und auch religiöse Tradition der Gesellschaft von Ugyano beweisen. Auf dem Platz Humbert I. entsteht die wunderschöne Kirche Heiliger Maria Magdalena gewidmet. Sie ist unter den repräsentativsten Denkmälern der Architektur des 18. Jahrhunderts im südlichen Salento. Neben dem imposanten Gebäude ist der Uhrenturm aus dem 19. Jahrhundert zusammen mit der alten Sonnenuhr. Das Innere des Gebäudes zeigt sich feierlich und hat drei Kirchenschiffe und eine Grundrisse mit der Form eines lateinischen Kreuzes. Auf der oberen Seite gibt es reiche typische Dekorationen aus Stuck, die im typischen Rokoko-Stil des Salentos produziert wurden. Das zentrale Kirchenschiff zeigt verschiedene Gemälde von Oronzo Tiso, die die Ereignisse des Lebens der heiligen Magdalena illustrieren. Bemerkenswert ist der Altar der Heiligen gewidmet, der auf dem Querschiff liegt und im 18. Jahrhundert mit großer Gewandtheit gehaut wurde. In der Mitte zeigt sich die Magdalena, die mit einer reizenden Holzstatue im neapolitanischen Stil reproduziert wurde. Auch der Tabernakel aus Holz, der eine wertvolle Reliquie der Heiligen aufbewahrt, erinnert den neapolitanischen Stil. Die Statuen der Heiligen Andreas und Cajetan sind auf den Seiten des Gebäudes. Nach oben unter Kartuschen und andere Dekorationen erscheint das ovale Gemälde Heiliges Vitus, vom Maler Oronzo Tiso gemalt. Bemerkenswert ist das Gemälde der Maria von Rosenkranz, das 1597 von dem Maler aus Nardò Donato Antonio d'Orlando bemalt wurde. Heute liegt es neben dem Taufbecken.
Beweis der tiefen religiösen Devotion der Gemeinde von Ujjaino ist die Pfarrkirche unter den faszinierendsten Kirchen des 18. Jahrhunderts des Landes von Otranto. Die Ortschaft Casa Masella erstreckt sich im Norden von der Gemeinde Ujjaino La Chiesa. Jahrhundertelang war die kleine Gemeinschaft mit der Familie De Marco verbunden, letzte Lehnsherren des Horts. Auf der Hauptstraße des bewohnten Gebiets befindet sich die schlichte Pfarrkirche Heiligem Herzl Michael gewidmet. Sie wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts total verändert. Der Viktor-Emanuel-Platz wird von dem hoheitsvollen Feudalpalazzo verschönert, der so wie andere Festungen im 18. Jahrhundert ein Adelssitz wurde. Man bemerkt die ursprüngliche militärische Funktion in der Struktur des Gebäudes, auf dessen Basis die deutliche Hülse mit Bordstein sichtbar ist. Auf der obersten Seite des Gebäudes gibt es dennoch die Traufe. Im 18. Jahrhundert wurde die Fassade restauriert, um die harten Gestalten zu mildern. Sie wurde also mit einem weiten Balkon, mit einer mit Blumenmotive und vermenschlichten Tiere dekorierten Brüstung verschönert. Das Gebäude beherbergte renommierte Persönlichkeiten der Kultur des Salentos, unter denen der Wirtschaftler Antonio De Viti De Marco und der Dichter aus Lucugnano Girolamo Comi 1890 in Casa Masella geboren. Wenn man entlang das malerische Valle del Lidro spaziert, auch unter dem Namen Le Padule bekannt, kann man überraschende Naturschönheiten bewundern, die in dem fruchtbaren Land, das nach Otranto führt, versenken sind. In diesem zauberhaften Gebiet liegt seit Jahrhunderten die felsige Krypta Monte Sant'Angelo, wichtiger Beweis der religiösen italienisch-griechischen Kultur. Vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammend hat die Krypta noch heute zahlreiche Fresken und verschiedene architektonische Elemente, die byzantinische Kultur erinnern. Die von der Valle del Lido ist wirklich eine bezaubernde Landschaft, die dank der Gemeinde von Ujjaino durch die Erstellung und die Förderung von verschiedenen Kulturrouten und Fahrradwege für Touristen erschlossen wurde. Im Herzen des Landes von Ujjaino und von den Olivenbäumen umgeben, ragt die kleine Kirche der Heiligen Cosmas und Damian auf. Sie stellt die religiöse Tradition von Ujjaino La Chiesa dar. Das Gebäude befindet sich auf einem weiten Kirchplatz von 400 Quadratmetern und es entsteht auf einem älteren Gebäude,
das 1956 zerstört wurde. Das wurde schon Anfang des 17. Jahrhunderts während dem seelorgerischen Besuch des Erzbischofs aus Otranto de Morra herausgefunden. Kürzlich wurden von der Gemeinde von Uggiano und von dem Verband der Heiligen Cosmas und Damians wieder Bauaufbauten vorgeschlagen, die auch die Boden in der Umgebung erwarben, um die jährliche Messe zu fördern. Ende September findet jedes Jahr im Park der Heiligen Cosmas und Damian eine wichtige Messe der Industrie und des Handwerks, die tausende Besucher auf sich zieht. In den letzten Jahren hat die Gemeinde von Uggiano die Beherbergungsleistungen in diesem Gebiet verstärkt. Für die Familien mit Kindern gibt es auch einen kleinen Kinderspielplatz.